Hey Leute, willkommen zurück zum Megaprojekt. Ich bin immer noch hier gerade wieder allein, wie man sieht, und ich bin gerade dabei, meine erste Maschinerie fertig zu bauen. Also die zwei Stirling Engines, beziehungsweise auf Deutsch wären das ja irgendwie Dampfmaschinen oder sowas in die Richtung, sind fertig. Das ist auch richtig cool. Als nächstes brauche ich einen Zerstückler. Ja, ich nenne den jetzt so. Gucken wir mal, was wir dafür alles benötigen. Pulverizer. Die Pisten haben wir schon. Flint haben wir gerade auch so da. Den haben wir. Jetzt müssen wir erstmal hier das Ding hier bauen. Okay, also ein Gold in die Mitte. Und okay, da werden wir aber gleich zwei brauchen. Ich nehme erstmal den einen. Das sieht schon so aus. Da will ich eigentlich schon was dafür bekommen, wenn ich es crafte. Und ja, ich wusste doch, dass wir das andere Gold auch noch für irgendwas brauchen. Jetzt brauchen wir natürlich ein bisschen von dem Glas hier. Können wir gerade irgendwas anderes schnell reinlegen? Irgendwas, was ich gerade brauche? Nee, leider nicht. Moment, das ist mir schon wieder viel zu kompliziert gewesen. So. Boah, ich liebe das wirklich, dass man sich hier über das Fragezeichen die Sachen hier drauf anzeigen lassen kann. Das ist so ein Luxus. Na, guck mal. Hey, wir haben alles zusammen. Wir können uns gleich unseren ersten Pulverisierer bauen. Ist das euer Ernst? Kann ich jetzt hier auf R? Fragezeichen? Ah, ich habe keinen Flint im Inventar. Scheiße. Aber Flint werden wir garantiert. Oh, hier. Guck mal, haben wir gerade zwei Flint. Haben wir sonst keinen Flint? Ah, nur noch einen. Okay. Leben am Limit, Leute. Leben am Limit. Aber sobald ich das Ding habe, kann ich wenigstens schon mal annähernd vernünftig mir Sachen herstellen. Zwar immer noch nicht ganz billig oder ganz optimal, aber immerhin schon mal besser als je zuvor. Da ist er. Yippie-yippie-yay. Okay, wir stellen ihn, glaube ich, tatsächlich mitten rein. Nee, da hinten an die Wand. Moment, da brauche ich erst noch mehr Holz, aber Holz habe ich im Inventar, habe ich vorhin gesehen. Verdammt, ich hätte zwischen den zwei Parts schnell gucken können. Verdammt. Wie man Gummi abbaut. Das werde ich zwar in den Kommentaren auch sehen, aber ich brauche es ja jetzt. Und nicht dann, wenn ihr diesen Part gesehen habt. Übrigens interessant, ich nehme ja gerade wieder alleine auf. Echt, Skate, nimmst du gerade alleine? Ja, tue ich tatsächlich. Dankeschön für den Hinweis. Und es ist immer so, warte hier, Platz, Platz, Platz. Ich stelle den hier hin. Es ist immer so, dass ich mich immer frage, mit wem wollt ihr das nicht aufnehmen? Also bei Kev habe ich ganz oft gesehen, hey, voll cool, dass du mit Kev aufnimmst, aber auch ganz oft, boah, Alter, hör auf, mit Kev aufzunehmen. Fand ich dann beides relativ lustig, keine Ahnung. Zack. Fragt mich nicht. Das heißt, nee, wir machen eine Sache, ich will die mal von oben reinlaufen lassen. Genau, fragt mich nicht, zu welchem Loch die jetzt rein muss. Zu irgendeinem. Baut ihr jetzt schon Energie auf? Nee, noch nicht. Was ist, wenn ich jetzt hier irgendwas zu pulverisierendes hineintue? Wir nehmen mal ein Testeisen mit und am besten zwei. Pulverisiere es. Configuration. Power Usage. Das kommt wahrscheinlich durch Disabled. Ah, genau, das braucht ja noch Energie. Und wir brauchen noch einen Lever. Können wir den im Inventar gerade craften? Ich glaube schon. Natürlich. Wie soll das denn bitte funktionieren, wenn die hier oben keine Energie bekommt? Oh, das geht jetzt nicht. Schade. Ja gut, dann Trick 17 würde ich sagen. Zack, okay, die pumpt schon mal. Und ich würde jetzt am liebsten hier Energie sehen. Guck mal, die bekommt auch Energie. Ist ja cool. Und die Kohle hier oben wird dementsprechend verarbeitet. Genau, und läuft durch. Hey, perfekt, das funktioniert schon mal sehr gut. Jetzt brauchen wir den roten Output rechts. Genau, passt auch schon. Und sobald die, glaube ich, mehr als 400 Millijoule gespeichert hat, ab da fängt sie an zu arbeiten. Genau. Jetzt wird pulverisiert. Jetzt bin ich mal gespannt, du. Ich freue mich schon drauf. Gleich haben wir unseren ersten Dust, unseren ersten wirklichen Dust. Ich meine, wie geil ist das denn? Achtung, da kommt er. Zack. Cool. Das ist richtig cool. Okay. Jetzt brauchen wir natürlich, um das Ganze noch irgendwie fertig zu machen, damit wir auch schön was rausbekommen, diesen Induktionsschmelzer. Und das ist, glaube ich, ein bisschen teurer zu bauen. Den hier meine ich. Ich glaube, der ist echt ein bisschen teurer.
Das habe ich alles schon mal gemacht. The Bucket ist auch nicht so das Ding. Das hier ist gerade mein Problem. Also wenn wir immer Blend Pin bekommen, ist es überhaupt kein Problem. Wir brauchen aber dieses Inver Blend. Was haben wir dafür Möglichkeiten? Pyrolyzed Iron oder Iron Dust. Wo bekommt man denn bitte Iron Dust her? Aber nee, man kann auch mit zwei. Ach, je nachdem, was man macht, macht man. Ach, ich verstehe es gerade nicht. Ach, mit 10% Wahrscheinlichkeit spuckt er dann hier Dinger aus. Ah, das ist ja cool. Okay. Einverstanden. Also, wie fange ich an? Ich will als allererstes. Hey, das ist gerade echt. Ich habe noch nie so krass Sachen gecraftet. Ich will als erstes die hier herstellen. Das heißt, ich brauche. Zwei Iron Dust und Pulverized Ferrous Metal. Also pulverisiertes Ferrusmetall. Natürlich nicht. Dann nehmen wir den. Und hauen ihn hier rein. Hier. Ferrous Ore. Das ist ziemlich cool, wirklich. Wie die Energie hier richtig gespeichert wird und so weiter. Wir können eigentlich schon mal die zweite. Nein. Engine hier nebendran stellen. Da brauchen wir aber erst noch den. Das können wir aber so machen. Hä? Nein. Ich glaube, die richten sich automatisch richtig aus. Kann das sein? So, das dürfte durch sein. Genau. Okay. Ja, für mich ist das echt alles ein bisschen hoch. Tut mir leid, Leute. So und so. Cool. Und jetzt kann ich das hier reintun und brennen. Cool. Das ist ja richtig geil. Währenddessen kann ich eigentlich schon mal ein Gold zerstäuben und ein paar Eisen. Das heißt, Eisen haben wir. Ne, Eisen haben wir kaum noch. Ich zerstäube mal ein paar Gold und ein bisschen Eisen. Hey, wir werden da unsere komplette Vorräte durchlaufen lassen. Kann man eigentlich noch mehr außer die doppelte Menge rausgewinnen? Würde mich mal so interessieren. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Geil. Okay, dann müssen wir uns wahrscheinlich wieder aus dem gleich pulverisierten hoffentlich. Schon fertig? Hey, das ist so genial. Hey, wenn das automatisch durchläuft, das will ich diesen Part unbedingt noch schaffen. Hier brennt's. Ja, perfekt. Da können wir uns nämlich hier schon mal gleich Machine Frame. Bucket brauchen wir noch. Bucket haben wir aber, glaube ich, damals einen bekommen. Genau. Haben wir noch den Simon Bucket? Der wird jetzt hier in meinen. Den Simon Bucket. Gott, ist das stumpf. Der wird jetzt hier gleich investiert, damit wir da ordentlich was draus zaubern können. Weil ich brauche jetzt erstmal wieder einen von denen hier. Ne, es ging so. Und dann hier zwei Redstone. So, genau. Machine Frame habe ich jetzt schon wieder vergessen, wie es geht. Müssen wir uns nochmal kurz angucken. Ah ja, genau, das war das Ding. Haben wir da. Oh, wirklich, ey. Aufs Material wird es genau reichen, oder? Kann das sein? Machine Frame? Was brauchen wir noch so? Der ist gar nicht so teuer. Inver haben wir, den haben wir, den haben wir, oder? Hey, wir haben alles. Cool, dann will ich wieder so. Achtung, so craften. Den hier, den hier, den hier. Inver. Voll in Inver. Wenn wirklich auch auf das Dinger genau haben wir gecraftet, hey. Krass. Und der Induction Smelter kommt hier nebendran. Der braucht jetzt natürlich seinen Input. Der bekommt den sogar schon. Geil. Kann aber sein, dass der. Muss der den Sand rechts oder links reinkriegen? Das muss man schnell rausfinden. Damit der arbeitet. Brauchen wir natürlich erst noch die zweite Engine obendrauf. Wieso richtet sie dich jetzt. Was machst du? Du sollst dich dahin aus. Ey, hallo. Geht's eigentlich noch ganz gut? Ja gut, dann lassen wir dich eben von hinten powern, ne? Mir ist das egal, also. Ich hätte es zwar lieber von oben gehabt, das hätte irgendwie cooler ausgesehen. Ah, ich glaube, da braucht man dann diesen einen Wrench, oder? Kann das sagen? Ach, keine Ahnung. Hey, fragt mich bloß nicht, was ich gerade hier baue, wirklich. Das ist es auch nur so strategisch, das werde ich eh nachher wieder umsetzen müssen, irgendwann. So, da hauen wir auch mal ein paar Kohle rein. Weil, was ich nämlich in Tests gesehen habe, als wir das ja mal auf dem Server getestet haben, das ist. Okay, die liegen falsch rum, ne? Wie kommt der jetzt?
Ah, doch, so muss es sein. Ja, wir hauen hier gleich mal einen Stack rein. Und wir haben gleich Slack bekommen, aus dem er ja wirklich Sachen craften kann. Boah, ist das genial, Alter. Und was kann man da draus machen? Slack und guck mal, da kann man nämlich wieder neue Sachen rauszaubern. Slack, Slack, Rich Slack. Boah, ist das geil. Man kann ja wirklich... Nicht schlecht, du. Das gefällt mir so, wie es ist, Junge. Jetzt können wir nämlich hier tatsächlich fertige Sachen reinlegen, oder? Und die kommen dann drüben raus. Kann man hier auch schon Dinger? Cobblestone wird auch verarbeitet. Weil normalerweise müsste aus Cobblestone Sand rauskommen. Ja, und wo ist der jetzt hingewandert? Ach, der wird dann automatisch. Okay, stimmt. Da muss ich nämlich jetzt noch sagen, dass hier lila ist. Genau. Aber jetzt sollte es funktionieren. Wie viel hast denn du noch? Okay, du hast aufgehört? Ja, genau. Der hat jetzt hier einen Energiespeicher und der wird gerade noch aufgebaut. Ja, genau. Dem sein Speicher wird gerade noch immer mehr und immer mehr. Jetzt müsste es aber funktionieren, dass, wenn ich jetzt hier hingehe und einfach mal so ein Kohle nehme, ein Kohle, ja, ja, und den hier rein tue, dass er verarbeitet wird und automatisch rübergeliefert. Gucken wir einfach mal. Okay, er ist schon gar nicht mehr da. Er wird gerade gebrannt. Und 2 Gold. Ja, richtig, richtig geil, Leute. Ziel erfüllt, würde ich mal sagen, oder? Meine erste Maschinerie steht und sie sieht verdammt gut aus. Nein, im Ernst, das ist echt cool. Das ist gut. Jetzt haben wir schon mal Basics. Ganz, ganz, ganz kleine Basic. Wir kriegen jetzt schon mal doppelt so viel raus aus unseren Mineralien. Das hauen wir alles hier rein. Pulverized, pulverized. Die müsste ich natürlich dann auch eigentlich jetzt noch. Okay. Cool. Und Slack haben wir auch bekommen. Das ist wirklich nicht schlecht. Das kann nachher Vorteile bringen, was wir hier gerade machen. Dann legen wir mal schnell hier die Sachen, die wir so nicht brauchen, weg. Und so Zeug zum Beispiel. Und den Redstone noch. Und als nächstes möchte ich mir dann eigentlich, das ist eine gute Frage, was ich als nächstes machen will, weil, was stehen denn noch so für Maschinen an? Ich brauche noch Kompressoren und es gibt schon noch einige Sachen, die ich so bauen möchte. Aber ich glaube, als nächstes gehen wir erstmal hier runter. Mit Level 19 ist das ein bisschen gewagt, aber YOLO und so. Holz. Genau, wir brauchen jetzt nämlich einige Sticks. Genau, als nächstes hätte ich gerne einen besseren Ofen dann irgendwann mal. Naja, wir haben ja da hinten jetzt einen gar nicht so schlechten Ofen. So, so, so. Das sind jetzt zwar nicht so viele, wie ich gern hätte. 15 Leitern. Da lache ich doch drüber. Eigentlich müsste ich hier mit Wasser runter. Aber Wasser dauert so lange, bis ich unten bin. Naja, ich probiere es mal so runterzukommen. Ich habe echt ein bisschen Schiss, ne? Ich meine, da unten ist auch Wasser und so, aber trotzdem. Ich gehe mal schnell mit Wasser runter. Ich habe ja kein Bucket mehr. Haha, habe ich wenigstens noch Eisen? Ja, wenigstens das habe ich. Oh, und hier, ich glaube, das mache ich noch in diesem Part. Wir machen uns jetzt schnell hier einen Wassereimer. Haben wir irgendwo Wasser? Draußen haben wir Wasser. Und dann will ich nämlich... Oh, Gefahr. Oh, nur 2 Spinnen. Ja, okay, die Spinnen bringen jetzt aber nichts mehr. Oh, Level 20, geil. Ich meine, ich habe ja jetzt, was ich brauche. Meinen einen Rucksack und ein Ei. Das war auch sonderlich schlau, das mitten rauszunehmen. Lass mich hier durch. Dankeschön. Was machen wir jetzt noch in diesem Part? Diesen Automatic Crafting Table, beziehungsweise den... Ja, wir machen Automatic Crafting Table, weil dieses Project Table finde ich nicht ganz so cool. Aber ich will noch schnell mal da runter. Einmal wenigstens. Genau. So sollte das doch funktionieren. Jetpack müssen wir uns auch bald dann einmachen. Oh Gott, ich habe Skype nicht ausgemacht.
Anfängerfehler. Okay. Nein! Skype, geh weg! Ich hasse dich! Nein! Hör auf! Skype? Lass es sein! Ui, okay. Ja, okay, das werden wir aber alles in dem nächsten Part machen. Also im nächsten Part werden wir dann hingehen, hier einfach mal runter gucken, was hier alles so passiert ist. Weil ich meine, meine Turtle hat mir alles mögliche krasse Zeugs mitgebracht. Ist der Energie, was denn, wenn der Energiespeicher voll ist? Ach, dann speichert die. Oder überhitzt. Eins von beidem. Wir machen die mal aus. Krass, dann geht Energie verloren. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Die Energie geht stetig verloren, weil der hier nichts mehr aufnehmen kann. Das finde ich aber ganz schlecht. Hey, nutzt die Energie gefälligst, wenn ich sie schon reinspeise. Habe ich mal wieder nicht aufgepasst hier. Schnell, Eisen. Zack, mach was. Nein, meine Energie. Ah, jetzt hier. Jetzt wird die wenigstens für was verwendet. Genau. Krass, wie schnell das rüberschmelzt, hey. Ich kann natürlich alles Mögliche reinhauen, was ich brennen will, denke ich mal. Haben wir noch? Gut, dann machen wir die nämlich jetzt aus. Und die hier ist schon aus. Keine Ahnung, sollte. Was haben wir denn hier noch? Sterling End, wie ist das da bitte pulverized? Geht's noch? Dein roter Output ist doch... Ach so, hm. Bräuchte natürlich auch den gelben rechts. Genau so. Mal sehen, was da draußen wird. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier eine wunderbare kleine Maschine am Laufen. Der arbeitet sich hier gerade zu Tode, bekommt nichts mehr nach. Naja, also irgendwie wird es funktionieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich überziehe schon wieder maßlos. Das nächste Mal werden wir ein bisschen anfangen, hier oben rumzucraften. Werden hier mal erkunden und werden uns einen automatischen Crafting-Table bauen. Das ist der Plan. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.